Doppelpiece geht raus an alle Bratinas, Bratuchas und Pradivers, weil ich hier auch niemanden irgendwie angreifen möchte. Es gibt 150 Geschlechter. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanzerbot und ich bin der Nummer 1 Lebensmitteltester in Deutschland. Also, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir jetzt schon mal 5 Likes mit 5 verschiedenen Fake-Accounts geben würdet, weil dann wird mein Account künstlich hochgepusht und ich habe überhaupt nichts davon, weil keiner davon echt ist. Ja, Mann, ich bin übertrieben gut drauf, denn heute ist ein wunderbarer Tag. Viele Leute haben mich privat angeschrieben, viele Leute habe ich öffentlich mitbekommen, dass ein wunderbares neues Produkt auf den Markt gekommen ist. In unsere Supermarktregale gibt es nun ein neues Getränk, welches ich heute auf jeden Fall mit euch testen möchte. Und zwar unser allseits beliebter Rapper Capital Bra hat sich gedacht, nein, nicht nur eine Pizza, das ist nicht alles, was ich rausbringen will, die übrigens sehr gut angekommen ist, die ich mir übrigens auch genau zum Start gekauft habe und mit euch eigentlich auch ein Video darüber machen wollte, die jetzt schon seit einem halben Jahr oder seit dem Release irgendwo im Kühlfach rumhängt. Ich keine Ahnung, ob man die noch essen kann. Vielleicht werden wir das irgendwann mal ausprobieren. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich die Capital Bra Pizza auch nochmal teste. Ich meine, die Galileo Pizza damals habe ich auch erst irgendwie ein Jahr später getestet und das hat immer noch übelst viele Leute interessiert. Aber das war auch einfach ein schreckliches Erlebnis, eine scheiß Schokoladenpizza zu essen. Naja, wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, hat der liebe Capital Bra ein Getränk im Tetrapack rausgebracht. Das ist erstmal schon sehr innovativ. Nein, er hat natürlich genau bei mir ins schwarze Loch gestochen, was jetzt auf No-Homo-Basis nicht das heißen soll, was ihr jetzt denkt oder so, sondern er hat einen wunderbaren Tee rausgebracht, der sich Bra-Tee nennt. Ich bin heute relativ spät aufgestanden und ich bin tatsächlich nicht der Annahme gewesen, dass heute noch der Tag kommt, dass ich sagen kann, ich habe den Bra-Tee noch bekommen, denn ihr glaubt es nicht. Ich folge, ihr wisst es ja, ich folge auf Twitter, folge ich ungefähr 12.500 Leuten und auf Instagram folge ich 7.500 Leuten. Das ist eine beachtliche Summe. Ich mag das einfach, weil ich immer interagieren will. Ich will immer wissen, was Zuschauer machen. Ich will wissen, was gerade im Trend ist, was ist. Also, das heißt nicht, dass ich mich danach orientieren will, aber ich will einfach immer auf dem neuesten Stand sein, damit ich nicht wie eine Oma irgendwie nicht weiß, was LOL bedeutet. Hä, was heißt denn LOL? Ey, mein Kind, mein Enkelkind, was heißt denn LOL? Sondern ich will immer auf dem Stand bleiben. Und genauso ist es hiermit auch, ich glaube, Capital Bra hat hiermit schon wieder ein Meisterwerk der Getränkeindustrie erschaffen. Ich habe das jetzt noch nicht gekostet, weil das ist natürlich, wäre dämlich, wenn ich einen Produkttest mache und jetzt schon voreingenommen daran gehe und euch sage, boah, Alter, Bester auf der Welt. Für mich ist das jetzt erstmal ganz normaler Eistee in Zusammenarbeit mit irgendeinem Unternehmen und wir werden uns das Ganze hier mal genüsslich angucken. Ja. Also, ich habe mir jetzt hier tatsächlich ein 8er-Pack gleich geholt. Die meisten davon sind Pfirsicheistee, weil ich tatsächlich der größte Pfirsicheistee-Fan bin, den es auf der Welt gibt. Und deswegen kann ich da dementsprechend auch die beste Beurteilung abgeben, weil ich natürlich mit Pfirsicheistee die meiste Erfahrung gemacht habe. Ich habe mir trotzdem noch zwei andere Sorten geholt, und zwar Granatapfel und Wassermelone, die mir tatsächlich sehr viele Leute empfohlen haben. Wassermelone habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal bei Durstlöcher getrunken. So, da habe ich jetzt natürlich nicht so den guten Vergleich, um euch sagen zu können, ob das jetzt gut oder schlecht schmeckt. Aber ich werde alle mit euch probieren und ihr könnt live gucken, wie das ist. Wir haben jetzt hier wunderbare 750 Milliliter Capital Bra-Tee. Finde ich irgendwie sehr interessant, weil wenn ein Rapper irgendein Produkt rausbringt, dann finde ich es erstmal nicht nur für YouTube interessant, sondern ich finde es für mich auch interessant. Ich bin jetzt nicht der übelste Capital Bra-Fan, ich kann mit der meisten Musik von ihm nichts anfangen. So, ich feiere eher seine alte Musik oder sowas oder seine Battles bei Rapper Mittwoch, das fand ich geil, aber so die heutige Musik, ja, es muss jeder selbst entscheiden, so. Trotzdem ist es ganz cool, was er auf jeden Fall erreicht hat, so als Person. Das ist ja einfach, der hat einen Trend gesetzt, den kein anderer gesetzt hat. Davor habe ich auf jeden Fall mega Respekt. Und der hat jetzt hier dieses wunderbare Exemplar von Eistee rausgebracht. Design, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ist hier halt Bra-Tee ganz oft draufgeschrieben. Ist ein normales 750 Milliliter Tetra-Pack. Und natürlich ganz wichtig für alle Leute aus der heutigen Zeit, vegan. Das ist wichtig, dass man bei einem Pfirsich-Eistee auch Bescheid weiß, dass man jetzt hier nicht irgendwie ein Stück Kuh oder sowas mit drin hat. Das ist ja auch ganz wichtig. So, zu den Inhalten gibt es mehr nicht zu sagen. Schmecken schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Capital Bra ist das Zitat von ihm, was er dazu gesagt hat. 8,3 Gramm Zucker ist hier drin, also denke ich, das ist jetzt kein großartig anderer Eistee als den Eistee, den man normalerweise im Laden bekommt. 1,33 Euro habe ich übrigens hierfür bezahlt. Das sind 750 Milliliter, 1,33 Euro. Wenn man zu No-Name-Produkten greift, dann kriegt man da durchaus auch schon 1,5 Liter für denselben Preis oder wenn nicht sogar noch mehr. Aber ich denke, hier zahlt man nicht nur für das Getränk oder für das Konsum des Getränks, sondern einfach
es kommt einfach von einem Rapper, den man kennt, von dem man Musik hört. Jeder kennt ihn und es ist einfach mal geil, seinen Eistee zu trinken, wenn er den rausbringt. Ist mal was anderes im Getränkemarkt. Und ich werde dieses wunderbare Exemplar von Eistee, werde ich jetzt öffnen. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin ein super gerne trinkender Eistee-Trinker. Hier könnt ihr das sehen. Ich habe hier auch sowas wie Nestee. Damit bin ich einfach aufgewachsen damals. Ich war auch sehr traurig, als er vom Markt gegangen ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe schon alle Art und Weise auch im Ausland schon von Eistee getrunken. Und ich werde das jetzt mal aufmachen. Und das Wichtigste ist, ich hoffe, da ist jetzt kein Verschluss drin. Ich hasse das, wenn in so Tetrapacks Verschlüsse drin sind, die man so aufmacht und man sich dann so nass spritzt. Bitte. Braturas und Pratinas, bitte. Das ist ein gutes Zeichen, wenn es so schwer aufgeht. Ja? Okay. Oh, mein Bratuna, du Ehrenmann. Grüße gehen raus an Capital Bra. Das ist hier einfach mit drin. Und durchs Aufdrehen automatisch, seht ihr hier, durch das Innending öffnet sich das und wir haben nicht diese ekelhafte Abziehscheiße. Dafür gibt es erstmal schon mal 100 Punkte. Ich werde jetzt mal dran riechen, um den ersten Eindruck zu gewinnen. Man riecht auf jeden Fall, dass es Pfirsich-Eistee ist. Der hat tatsächlich nicht so einen intensiven Geruch wie andere Eistee, muss ich sagen. Das kann jetzt dafür sprechen, dass es nicht ganz so künstlich ist wie der Eistee, den ich sonst trinke. Weiß ich nicht, vielleicht ist er jetzt auch gar nicht so aromatisch. Ich bin mal gespannt. Die Inhaltsstoffe, Zutaten, 89% direkt gebrühter Schwarztee. Boah, okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht abends trinken sollte. Sonst bleibt man auf jeden Fall wach. Aber 89% direkt gebrühter Schwarztee ist schon mal ein gutes Indiz dafür, dass es jetzt kein so schlechtes Produkt ist. Und ich bin jetzt gespannt. Ich quatsche jetzt hier nicht weiter rum und ich werde jetzt erstmal kosten. Das allererste Mal trinke ich jetzt den Brattee und ich bin froh, dass ich ihn heute bekommen habe. Der. Das ist nicht zu beschreiben. Also natürlich ist es Pfirsich-Eistee, aber es hat was ganz Mildes. Also natürlich, das ist jetzt ganz schwer zu beschreiben. Das hat etwas, du hast es im Mund und das ist etwas ganz Lockeres. Es ist kein normaler Pfirsich-Eistee, wie man ihn kennt. Natürlich vom Geschmack her unterscheidet er sich jetzt nicht so ganz krass, aber der hat was, ich lüge euch jetzt nicht an, der hat was ganz Besonderes, wenn man den in den Mund nimmt. Nur Homo. Lol. Der hat was ganz Leichtes und wenn man den Tee trinkt, hat man nicht so unbedingt das Gefühl, etwas Ungesundes zu trinken. Das ist ganz komisch. Wie gesagt, ich bin kein Ernährungswissenschaftler oder sowas, der jetzt hier irgendwie alle Einzelheiten mit der Zunge analysieren kann. Aber auf mich, also jetzt Real Talk, keine Ahnung, ob das auch die Witterungsbedingungen sind, dass ich gerade noch draußen war oder sowas. Aber auf mich macht der Eistee so einen ganz lockeren, fluffigen Eindruck. Das ist ganz komisch zu beschreiben. Ich kann es nicht so beschreiben, wie ich es gerade fühle. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt einen normalen Eistee trinke. Krank. Also jetzt wirklich, der schmeckt nicht schlecht. Also bei Eistee kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch machen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier qualitativ von einem hochwertigeren Produkt reden als das, was man jetzt auf jeden Fall besser als Eigenmarke sowieso. So Edeka Eigenmarke, wo du anderthalb Liter für gefühlt 40 Cent bekommst, das sowieso. Das ist ja eh zugesetzt mit 80% Zucker. Aber das macht echt einen guten Eindruck. Jetzt mal ehrlich. Also Capital Bra, wie gesagt, ich habe auch schon damals ein bisschen über dich rumgemeckert, über deine Musik oder sowas. Aber der schmeckt gut. Und ich bin absoluter Pfirsich-Eistee-Liebhaber, aber das schmeckt geil. Das ist krass, da bin ich auch sehr froh, dass ich mir davon gleich 8 Stück geholt habe, weil dann werde ich mir die natürlich in langer Zeit dosiert, weil ich möchte ja auf meine Ernährung achten, werde ich das zu mir nehmen. Ich werde jetzt hier nochmal die Wassermelone testen, muss allerdings dazu sagen, dass ich jetzt in meinem Leben noch nicht ganz so viel, hallo, dass ich, oh Junge, er erkennt immer diesen Kopf als Kopf, tatsächlich, Junge, dass ich noch nicht so viel Wassermelone getrunken habe. Hier ist jetzt auch nicht so ein krass anderes. Hier, das finde ich schon ein ganz nettes Gimmick. So, dass sie jetzt hier noch so eine Kerbe reingemacht haben mit der Wassermelone. Das sieht schon ganz schick aus. Und das werde ich jetzt auch aufmachen. Und ganz kurz für euch testen. Alter, ich bin echt überrascht, weil normalerweise kennt man das ja so. Rapper haben ihren Hype und die bringen dann einfach, keine Ahnung, ihren eigenen Shisha-Tabak oder so einen Scheiß raus, der einfach irgendwas, was es schon tausendmal gab, mal einfach nur anders gelabelt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich muss sagen, von dem Eistee bin ich gerade übelst überrascht. Also ich dachte, das ist einfach nur so ein Standard-Eistee, aber der hat irgendwie was ganz Besonderes. Das ist komisch. Und jetzt werde ich hier einmal die Wassermelone testen. Der Geruch wirkt relativ natürlich, nicht zu künstlich zugesetzt mit Zucker. Ja, warte mal.
Alter, das ist krass. Das letzte Mal, wo ich Eistee Wassermelone gegessen habe, das war ja, wie gesagt, das war ja der Durstlöcher. Und bei Durstlöcher hatte ich, ich weiß nicht, weil das kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass mir das zu süß ist. Aber das hier ist einfach, das ist hier eine milde Süße. Du hast dieses Geschmack von Wassermelone, aber du hast nicht diesen übertrumpfenden süßen Geschmack von Zucker. Das ist geil. Also das muss ich sagen, das gefällt mir tatsächlich auch. Wie gesagt, ich werde für immer eher der Pfirsichliebhaber sein. Aber das schmeckt auch echt gar nicht schlecht. Und ich werde jetzt hier noch einmal Granatapfel ausprobieren. Habe ich noch nie getrunken, glaube ich. Also Granatapfelgeschmack. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ein Granatapfel schmeckt. Ich habe null Plan. Ich mache den mal auf. Oha. Okay, gefällt mir. Macht einen leicht alkoholischen Eindruck vom Geruch her. Aber hier ist kein Alkohol drin. Aber das macht auf mich so... Ich bin kein Alkoholtrinker, deswegen wirkt das vielleicht ein bisschen komisch. Gefällt mir vom Geruch her, gefällt er mir persönlich überhaupt nicht. Ich werde jetzt mal einen Schluck nehmen. Das ist krass. Also ich weiß jetzt nicht, warum mein PC jetzt auf einmal anfängt rumzuhängen. aber ich muss sagen, dass sie in allen Produkten das schaffen, den Geschmack rüberzubringen, ohne das übertrieben darzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass einige Hersteller das einfach nicht schaffen, durch Konzentrate und sowas den Geschmack neutral wiederzugeben. Und dann machen die das einfach so, dass ein Pfirsichgeschmack zu extrem im Getränk ist. Aber hier habe ich einfach das Gefühl, dass sie die perfekte Balance gefunden haben zwischen Geschmack und dem Produkt an sich. Also wirklich, diese Produkte wirken sehr ausgewogen. Und das finde ich, muss ich sagen, Capital Bra, Grüße gehen raus. Ich will ja auch keinen Schwanz lutschen oder sowas. Überhaupt nicht. Aber das schmeckt gut. Also es schmeckt einfach nicht schlecht. Und ja, über den Preis kann man sich streiten. 1,33 Euro für 750 Milliliter. Ist jetzt natürlich kein Weltuntergang. So, aber es schmeckt. Also es schmeckt mir wirklich gut. Und es kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt ist einfach wieder, ich bringe einfach irgendwas raus. Aber Capital Bra hat sich da scheinbar wirklich Gedanken gemacht oder auf jeden Fall die richtigen Leute da für sich aussuchen lassen. Alles klar, Leute. Dankeschön, dass ihr dieses Video bis zu diesem Punkt geguckt habt. Und bis zum nächsten Video. Euer Tanzebo, der Geschmackstester Doppelpeace.